Ich finde es sehr, sehr schön, sehr tolle Stimmen dabei. Auch die Choreografien sind sehr schön gemacht. Da kann man tolle Mischung aus Weihnachtsliedern und auch Popliedern, finde ich sehr schön. Wir sind mit der Familie extra aus Kiel angereist, um uns die Show anzugucken. Meine Familie war letztes Jahr schon da, ich war leider beruflich verhindert, deswegen konnte ich nicht dabei sein. Aber die Karten für nächstes Jahr, für 2020, haben wir heute auch schon gekauft und werden nächstes Jahr definitiv dabei sein. Also wir sind aus Hannover und sind extra für die Show hergekommen. Genau, also deine Mutter war letztes Jahr schon da und war total begeistert und hat dann letztes Jahr schon die Tickets für dieses Jahr gekauft und dann hatten wir uns extra freigehalten und sind dann heute angereist. Also ich fand es richtig gut. Richtig gute Stimmung, hat Weihnachtsstimmung gemacht und gute Laune. Ja, also ich fand es echt auch überragend. Die kann man gar nicht glauben, was für eine Qualität da ist. Also total die sympathische Ausstrahlung, die Lieder und die Stimmen und das Getanzen, war echt toll. Also es war sehr abwechslungsreich. Ich fand die Solo-Nummern toll, aber auch die Nummern, wo alle auf der Bühne waren. Aber vor allen Dingen haben mir diese beiden Elfen gefallen mit dem Lied. Das ist so eine Komik mit bei, das war echt nicht richtig gut. Ja. Ich soll die Kinder dazu bringen, wieder an den Weihnachtsmann zu glauben. Du sollst die Kinder dazu bringen, wieder an den Weihnachtsmann zu glauben. Aber das ist meine Mission. Nein, meine! Oh! Alles, was du kannst, das kann ich viel besser. Ja, ich kann alles viel besser als du. Kannst du nicht. Kann ich doch. Kannst du nicht. Kann ich doch. Kannst du nicht. Kann ich doch, doch ich kann's. Jedes Lied, das du singst, ich singe schöner. Ich sing Ave Maria viel schöner als du. Also ich glaube, es ist für die ganze Familie geeignet, groß und klein. Ja, vor allem für Leute, die Musicals mögen, Gesang mögen, Tanz mögen, das ist eine echt super Show. Und einfach toll auch, um in die Weihnachtsstimmung zu kommen. Ich bin mit meiner Mutter, meinem Schwiegervater, meinem Mann, meinen Kindern, Anhänge der Kinder und meiner Nichte mit ihrem Mann. Die sind begeistert, die waren letztes Jahr auch schon alle mit. Es war traumhaft, was professionelle Aufführung, schön, ein bunter Mix aus Ballett, Tanz, Singen, Sprechen, Theater, also wirklich, also alles ist dabei und es ist tolle Schauspieler einfach. Also es war so bunt gemixt. Ich finde immer schön, dass da eine Geschichte mit drin ist, also dass immer so eine kleine Geschichte damit durchführt durch das ganze Stück und ich fand alles toll. Es war eine super schöne Show. Zur Weihnachtsshow war das erste Mal, ja. Wir waren bei Feen hier, haben die Show gesehen und seitdem sind wir jetzt Stammgast, sagen wir mal so. Wir wollen jetzt auch gleich nochmal für nächstes Jahr schon mal vorbuchen. Ja? Und was haben wir noch vor? Also dann Fotos kommt ja demnächst. Da sind wir auch schon, werden auch die Karten schon bestellt. Also, ja? Und das mit der Oma. Und mit der Oma werden wir uns auch angucken, genau. Ja. Super geschmückt. Ich muss auch nicht sagen, ich fand alles super. War alles toll. Der Gesamteindruck, alles. Einige Stimmen, wo ich denke, das sind schon stark. Ganz, ganz toll gesungen, hatte ich Gänsehaut. Sehr, sehr schönes Lied, sehr toll gesungen. Mit dem Licht und auch mit den Choreografien, wie das dann schauspielerisch auch umgesetzt wird. Ich fand eigentlich alles toll, wirklich. Also zu Tränen gerührt zum Teil, nicht nur tänzerisch, sondern auch musikalisch, also Bombe. Also das ist wirklich so das Beste in letzter Zeit, was ich gesehen habe. Ganz toll, ich bin nächstes Jahr wieder dabei.